So Leute, herzlich willkommen und schönen guten Abend. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, heute öfters mal ein paar Matches verloren. Hatte irgendwie gefühlt danach keinen Bock mehr, weil er mir da extrem hoch gelevelte Gegner gegeben hat. Mal schauen, wie es jetzt am Abend läuft. Normalerweise nicht gerade idealste Zeit, aber egal. Oh. Noch mal reinschauen, habe ich da alles geöffnet, gekauft und so weiter. Pop, pop, pop. Aber sie eigentlich nutzt schon. Ja, kämpfen wir mal. Junior ist auch am Start neben mir. Ja, hallo. Sieht man dich? Nö. Ah, nö. Doch. Hab ich gerade da gesehen. Ab und zu erblickt man ihn. Muss ich ja mal die Legeria anschließen, die hat einen Weitwinkel. Hey Junior. So. Babydrache, das war nicht nett von dir. So, warte mal. Beine Reiter nach unten schicken. Aha, der nervt direkt schon am Anfang. Warum? Da wäre jetzt guter Teuer oder wie heißt's? Aber schicken wir auch mal runter. Ich muss sagen, in letzter Zeit hat man eigentlich wenig Gegner drin, die den Jäger noch nutzen. Komischerweise. Dann nutzen wir mal einen Babydrachen. Und beim Jäger, Skelettarmee. Das ist eigentlich gefährlich, weil er kann viele erledigen. Ach mal. Der also. Jäger. Weil der Jäger kann viele mit einem Schuss erledigen. Ja, das mag schon sein, aber lieber als wir nichts entgegenschicken. Weil ich zum Beispiel tue immer den Jäger als Gegenwehr zu Skelettarmee. Weil er erledigt ihn. Ja. Dunkler Prinz gut? Ja, ich mag den eigentlich gern. Ich hab den, aber ich hab noch nicht einmal genutzt. Ja, ich mag den eigentlich schon. Okay, ich mit meinem. Also ich hab den eigentlich auf jedem Deck drin. Jetzt eigentlich. Sei es auf dem Main-Account, dass wir auch im zweiten Account. Okay, mit meinem Deck bin ich aber red. Schweinereiter hin nach unten schicken. Ja gut, ich. Bräuchte da eigentlich nur verteidigen. Ich glaube mal nicht, dass der mir da zwei Türme direkt zerstört. Ja, Babydrache, dreh dich um. Ja, brav. Kannst nicht das Spiel. Wenigstens einer, der folgt. Okay. Gut zaubern auf so. Ja. So, hart am Nerven der Wutzauber. Naja, egal, 17 Sekunden. Ne, weg da mit dir. Der Heinin, Mann. Ja, genau, aber der verliert dann den Wutzauber. An sich ist die Karte schlecht so. Nur mit dem Wutzauber. Nur der Wutzauber ist da, kann. Sonst finde ich den so schlecht. Darf ich danach ein Match? Du willst ein Match zocken danach? Ja, ich muss mich vorbereiten, wenn ich mal so weit bin. Ja, genau. Gleich komme ich ja noch. Bin ja schon an. Ja, Arena 11 momentan. Ja, okay. Magier und Mini-Bäcker. Ja, aber die werden dann bald gestört. Was mir da am meisten auf den Keks geht, ist der Magier. Ja, der nervt. Ich weiß nicht, wieso. Mir kommt immer vor, mein Magier ist schlechter als vieler Magier von den anderen. Ich weiß nicht, wieso ich das Gefühl irgendwie jetzt mal hab. Echt, ja, auch nicht. Auerbrecher nach rechts. Ist er jetzt nicht nett von Jaff. Oh.
um. Die Banditen ist gut, ich hoffe, ich bekomme die noch. Ja, ich habe die, ich hab die ja auf dem Main-Account auch nicht. Weil ich kann die ab sofort bekommen, wenn ich Arena 9 bin. Ich bin jetzt da. Komm, weg mit dir. Bumm! Ich habe übrigens schon wieder mal eine Tauschmünze gekriegt. Ich hab noch nicht einen Tausch gemacht. Ja, ich auch nicht. Ich habe 3 Münzen jetzt. Legendäre? Ja. Ich habe eine legendäre Tauschmünze, aber ich habe wenig legendäre Sitz. So, mal die Banditin hinterher. Komm, hau den Magier da mal. Grün und blau. Ich warte immer, bis ich mehr Elixier habe, weil dann schicke ich ihm zwei Sachen zu. Oh, diesen Skelett hin platzieren. Sind die gemein? Ja. Ich habe ja die Valkyrie hin platziert. Du hattest noch zu wenig, Alex. Ja, trotzdem, die platziert er dir ja schon trotzdem noch. Ich nehme. Das habe ich auch. So, Masai-Turm verabschiedet sich. Ich nutze die Skelettarmee auch immer gerne. Das ist stark. Ja, ich habe eigentlich weniger die Skelettarmee als wie das Riesenskelett. Ich nutze, ich habe das Riesenskelett. Ja, super. Okay. Schweinereiter und Mini-Bäcker. Momentan habe ich Skelettarmee und Schweinereiter beide nicht drin. Oh, die Mauerbrecher mag ich. Momentan nutze ich den Ballon zu nehmen. Oh, weg mit dir da unten. 31 HP, was soll denn der Scheiß? So, Banditin, komm, einmal blibblibblib und runter. Nee. Ja, Scheiße. Ja, trotzdem jetzt macht gut. Sie blibblibblib. Trotzdem gut. Er hat Javas. Aha. Weiß nicht, heißt. Oh. Bist du jetzt oder wo bist du? Ja, kann ich gerne machen. Gut, dann lass ich dich mal her. Ja, cool. Platz tauschen. So, Platz hinter mir ist ja schon frei. Ich warte noch, bis er frei wird. Da kann ich lange warten. Nee, die hast ja fast bekommen. Fast ist nicht ganz. 2 Trophäen. Ich hab mal eine Legend-Kiste wegen 2 Trophäen nicht erhalten. Also hoffentlich gewinnen wir das mal. Macht er noch was? Der macht nichts. Schau AFK-Gänger. Besser ist so. 7. Der Prinz hat schneller den Turm zerstört als wieder Schweinereiter. Geil. Gutes Spiel, würde ich mal sagen. GG! Eigentlich ist momentan der Spezialmodus da. Nur Widerreiterin in Ansturm. Königslevel 8 benötigen. Ich hab das eh bald, mir fehlen noch 300 EP. Wenn ich Königslevel 8. Platziert er noch was? So. Was hat denn der vor?
Brave Banditin. Mach dem viel Schaden und meine Skelettes machen dem auch viel Schaden. Nee. Jetzt hat er sie ja erledigt. So ein Böser. Mann, ist das ein nerviger Gegner. Er nervt nur rum. Spielt nicht gut, aber nerven tut er. Dann verliere ich noch gegen den, obwohl ich sage, er spielt. Ein Truder. Das sagt der Jakob immer zu den Scooter und Truder. Die Banditin ist aber so gut für 3 Elixier. Finde ich viel zu gut. Mann, wegen 100 Leben, lass mich doch überleben. Ein Deck. Kann man zocken. Er hat mir noch fast keinen Schaden gemacht. Kann man machen. Okay, der hat so gut wie verloren. Zwei Wins. Drei. Ein AFK-Gegner war aber dabei. Wir haben eine Magietruhe. Oh, 1000 EP Goldmünzen wollte ich sagen. Ein Minenwerfer, 6 Teslas, ein Königsriesen, Königsrekruten, Skelettfass, Heilung, eine Legi. Ich habe in der Magietruhe meine erste Legi gehabt. Trophäen. Wenn wir jetzt gewinnen, bekommst du die kleinen Zappis oder den Elixier Golem. Haben wir mal der platziert da. Wird einem mehr langweilig. Komme ich heute die ganzen schlechten Gegner? Habe ich kein Problem mit. Okay, ich glaube, der spielt auch ein bisschen besser. Spielt auch ein bisschen besser. Hab schon Besseres gesehen, aber auch schon Echteres. Boah, der spielt ein bisschen besser. Mann, das verliere. Ja, nebenbei hat er einen Hauptturm mal 10. Ich hab meine auf 8 und bin Arena 8. Mann, der nervt ja so hart. Das wird eh sein 5. Account sein. Da habe ich keine Chance gegen. Gib's Beste, aber zweifle. Okay, na, einen Turm habe ich ja ihm auch zerstört, dann kann man mal weiter schauen. Kann man ja mal. Endlich, du hast nur mehr ja. 200 Leben. Ja, ich kann da auch nicht attackieren. Aber was soll ich machen? Hat er dich. Ja, ich kann da auch nichts machen. Also, gut, auf gut Glück hoffen.
Viele lassen einen extra einen Turm zerstören, damit die mehrere B bekommen. Oh, schade, schade, schade. Oh, waren ja schon fast hier. Elektrischen Arena. Übrigens reich mir mal mein Handy rüber. Vorhin vibriert. Das Telefon. Bitte schön. Sehr schön. Einkaufsliste oder sowas. Scheiße. Das hat's gebracht. Achtung, Prinz. Ja, hab ich gemacht. Das hat weh. Er hat schon gereicht, dass ich die Skelettarmee platziere. Gib mir auch bitte. So, Mist. Halt. Einfach. Ja, genau, 41. Gut, da kannst du dann Achen schmecken. Mann, das hat er jetzt klug angestellt. Mann, was soll ich denn da platzieren? Ja, wenn ich die noch nicht hatte. Ja. Mit mir halt ich nicht. Hoffen wir. Abdurm angreifen. Okay. Komm, Babydrache. GG. Bumm. Die Rakete kommt angeflogen. 30 Trophäen. Wir sind wieder gleich weit wie vorhin. Namen von dem da. Jotski. Das wäre ein guter Push gewesen. Aber er haben muss seine blöde Leiter am Mähplatz. Alles. Ich glaube, ich warte mal, bis er etwas platzt. Er merkt überhaupt nur das Leiter am Mäh. Ja. Weit oben. Hier. Seht ihn. Mann! Er will ja nur auf den Zeiger gehen. Nichts anderes, er will nicht mal spielen. Nur laufen. Ist er auch gekommen.
gut, dass du ein Baby nach einer Fair sein. Bisschen wenig Luftattack. Mein Geschmack. Das war ich mir. Ich hab alles Luftattack in meinem Deck immer. Da rein tun, ich hab nur Sachen. Wo? Mann. Jetzt wo ich es gebrauchen kann, gibt er mir nicht die Skelettarmee. Nee. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen ohne den? Einmal raushauen, ja. Kacke! Komm, Banditin! Einschlag! Ja! Nein! Ja, es geht weiter. Nein! Es geht. Bei mir hat es letztens so weitergeht. So ein Scheiß. Wenn er dir zwei zerstört hat und wir in einem. Ja, aber das hat er nur. Mann, das war aber mehr Pech wie Glück. Mehr Glück als wie Pech. Ich finde, der Busch war nicht schlecht. Ein Blas oder Heini da möchtest du. Wenn möglich. Der ziemlich viel Schaden macht. Ja. Ja, Schaden hat er noch gemacht und hat wenig. Wann lädt denn du darfst? Weg. Doch noch. Höre. Weil ich nicht weiß, wie die Charakter so ist. Mann, ich hab gedrückt platzieren und der platziert sie nicht. Manchmal nervt das Game so hart. Oh, kann man ja nichts dran ändern. Mann, jetzt kommt er noch mit Mario. Lauf mal ganz schön außenrum, meine Kleinen. Also der Blasrohr Heini ist gut, hast du gesagt. 18 die Schaden, Mann. Einfach nur Schaden macht, aber der schau ich immer so schnell wie möglich ab. Hattest du den bis jetzt noch? Bei mir gibt's den noch nicht. Der verursacht dann allzu viel Schaden. Der schießt ununterbrochen. Wiederholungstäter. 30 Trophäen, endlich mal weitergekommen. Nee, immer noch hier. 4 Wins, 3 verloren. Mann, jetzt kann ich auch mal weiterkommen. Mir ausgesehen. Aber manche haben schon Sachen platziert, wo ich schon drin reinkomme erst. Ja. Wenn die schon eine gute Verbindung haben oder so. Gib mir auch das.
Letztens hat einer meinen Turm bereits angegriffen, wenn ich aus dem Spiel rein bin. Ja, aber warum kann es so nervig sein? Die haben sie halt, ey, sowieso schon. Speicher? Die, beziehungsweise nicht Speicher, die Dauer. Die dauern weniger lang. Die Hütten? Ja. Aha. Drei HP. Das ist doch ein Witz, nichts anderes. Dann gehe ich halt auf einen anderen Turm inzwischen. Oder? Ja, der einzige Turm. Brave Skelett ist. Valkyrie. Mann, ich hasse den. Der spielt nur mit Gebäudezeug. Danach nun. Dann noch Situation, hier ich immer Skelettarmee, als in oberen Feld, an der anderen Kante. Wo ich denn jetzt platziert? Jetzt gerade. Ja, platziert die dann meistens da. Mann, ist das ein Arsch. Aber jetzt bekommt er ihn. Ha. Endlich kommen wir mal weiter. Wohnung. Den, oder? Ja, ein Schleimer. Willst du ein Deck machen mit? Nö, nö. Kannst nur so weiter spielen. Das ist mein Schreibtisch. Heile. Ein Heile. Ich geh mal oben aufs Bettfenster. Rauf, rauf, rauf. F5? Spielst du mit den Decks? Allen drei? Achso. Ansonsten hätte ich dir eins verbastelt. Spielen wir gegen Augustin. Dann ist Februar. August kommt erst ein paar Monate. Ah, das geht, ist ein guter Push. Ja, ich habe da drüben die Skelettarmee dein Tuch. Ja, 300 Leben. Ich habe ihn ganz zerstört. Mann! Nervt doch nicht. Ich benutze jetzt auch immer den Ballon. Wir haben keine Chance dagegen. Nur als Extra. So mit 300 Leben wie. Er hat auch schon einen Turm verloren. Er hat auch einen Hauptturm auf Level 10. Wollte gerade die Valkyrie dagegen einsetzen. Du musst dir angewöhnen,
Möglichkeit rein. Babydrache. Mehr hin platzieren, dass der Babydrache von. Ja, das wird nichts. Er ist aber auch auf Sturm Level 10. Mann, was soll ich machen? Ja, keine Chance. Verteidigung. Ja, ich habe ja die Verteidigung gespielt. Ich habe die Dings platziert, die Skelettarmee. Er hat sie mir in 0, nichts zerstört. Was soll ich machen? Er hat die Skelettarmee auf 9. Da habe ich keine Chance. Wir haben sie auf 7. Der auf 9. Ich kann da nichts dagegen machen. Weil ich habe der Skelettarmee gesetzt, die hat ihm 2 Skelette zerstört und dann hat er mir den Rest gegeben. Der nervt auch, der Metzger oder was es ist. Ich nicht, mir erledigt er immer das Skelett am Ende. Ja, weil du sie vor ihm hin. Du musst warten, bis er vor dir ist und hat er das Messer. Meist habe ich den Schweinereiter verplatziert. Sobald er dann das Messer geworfen hat, kannst du das Skelett am Ende. Jetzt werde ich helfen. Nee, nicht im Drachen. Aber ich freue, dass ich noch keine Elixier. Glaube ich, sage ich auch selten, dass ich froh bin, dass ich keine Elixier. Also, wenn er wirft, dann platzieren. Wenn er wirft, wirst du sie hinter ihm. Aber jetzt. Was jetzt passiert? Vorhin hat er dir die ganze Skelette mit. Ja. Kannst du auch natürlich andere Charaktere einsetzen, sobald du die hinter ihm platzierst. Auch Babydrachen und so weiter. Wenn die ihn bereits angreifen, platziere ich die Charakter hinter ihm. Ja, der Ritter macht meinen dunklen Prinzen kaputt. Wenn ich glaube, ich wäre es andersrum, oder? Nee. Der Vogel da. 500 Schaden hat er mir gemacht, natürlich. Ja. Ja schon. Aus einer glaube ich auch. Gigi, möchtest du wieder? Ich noch mal eine Runde zocken. Das will ich auch. Ja. Hi Killbro, lange nichts mehr von dir gehört. Killibro, nicht Killbro. Ach Mann. Ich und mein Gelese. Und wie geht's? Echt sehr, sehr lange nichts mehr von dir gehört. Seit wir aus dem Kleinen rausgeworfen wurden.
Ja, geht schon. Cooler halt. Mann, ich komme mit dem Deck nicht echt. Weil das ja auch nicht mein Account ist, weil ich bin ja auf meinen Account aus der Arena 8 und da bin ich weiter. Das ist doch weiter kein Vater. Das müsste es ja noch. Mann, geht doch mal wieder auf. So, warte bis hier bis, weil einer lebt. Mein Ring kann ich auch nicht. Dieses Match, glaube ich, werden wir aber von. Sieht noch nicht gerade gut aus. Nachdem bekomme ich noch safe den Turm, aber nee. Du kriegst einen Turm safe mit viel Money, Money. Ja, Money, Money, Money. Nee, nee. Die haben gegen dich. Nee! Nee! GG! War nicht grad ideal. Nee, war gar nicht ideal. Ja, Junior, Junior. Und dann zockst du, weil ich mir was getrunken habe. Ich soll weiter zocken. Darf ich wieder mal zocken? Ein Account. Ja, ich hab dir weitergespielt. Jetzt bist du zwar wieder gleich weit wie vorher, aber ich bin dir wieder auf. Ja, dann zockt der Alte wieder mal. Frage ist nur, wie lang, bevor er mir wieder PC aushängt. So, schauen wir mal. Oh, Mauerbrecher, super, perfektes Timing, die Mauerbrecher raufzuschicken. Direkt hinter der Skelettarmee. Oh. Walkürchen, Walkürchen. Er klopft an deinem Türchen. Also Skelettarmee hat er ja nicht. Scheiße. Komm, 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 komm. Hier Elixier für ein Babydrachen. Okay, scheiße. Okay, nebenbei der hat einen Turm auf Stufe 10. Brauche ich mich nicht wundern, wenn ich da die Arschkarte irgendwie gezogen habe. So, lassen wir mal seine Skelettarmee mit der Valkyrie da fangen spielen. Riesenskelett. So, was macht denn der jetzt? Da wieder Magier. Nicht gerade ideal. Ein der Schlimmes.
diesem Skelett. Jetzt kommt er mit dem Heißluftballon auch noch. Weiter Turm ist jetzt fällig, scheiße. Ganz und gar nicht gut. Der Schweinereiter, ja gut, den kriege ich nicht mehr. Komm, wenigstens ein Turm hätte ich schon gern. Und die Ding geht auch wieder nach unten statt nach oben. Scheiße. Naja. Hat er gut gemacht, der David. So, was ist der Israel davor? Hier hat man gar nichts. Kommt dann mit. Okay, Musketieren platziert er jetzt auch noch hin. Aber sein Turm ist Vergangenheit, ja. Hat mir schon gedacht, ja. So, ich hoffe mal, dass mein Turm da einen in der Zwischenzeit klar kommt. Nö. Ne, Wutzauber da mag ich mal schon ganz und gar nicht. Ich hab's mitgekriegt. Hast du da die Emoticons wieder eingeschaltet? Ja, den Scheiß da, ich schalte den immer aus. Aus Versehen, zufällig draufgedrückt. Ist mit lustig, das nervt mich so tierisch jetzt mal da, wenn die da rumalbern. Schicken wir mal das Riesenskelett nach unten. Ich habe ja eh nicht so viel Zeitdruck wie er. Achso, jetzt kommt er mit dem Widerreiter. Mit dem Wutzauber. Ja, und mit dem Wutzauber. Feuerball. So, dann komme ich mit der Banditin. Ich glaube, da magst du dich beeilen. Weil den. Nehmen wir doch mal. Einmal rauf. So, einmal mit dem Schweinereiter draufhauen. Zweimal. Eins. So. Dann kann die sich da ausbeißen. Ja, scheiße, der mit seinem blöden Kack-Wutzauber jetzt mal. Nee. Jetzt hast du. Oh, komm, Banditin. Bip. Komm einmal, bip. Ja, so. Ja. So, GG. So machst denn der immer die 1 rein? Von Fortnite Hashtag 1. Was? Ja, bei Fortnite, wenn man gewonnen hat, ist das gewonnen. Achso, und wo hast denn den Scheiß her? Wenn man Twitch Prime hat, dann ist das dabei. Achso. Okay, weiß ich nicht. Ich hab nicht Twitch Prime. Nicht? Ich schau ja keine italienischen Fernsehsendungen, also von dem her ist bei mir das. Das wäre Amazon. Ja, das, trotzdem, bei mir ist das immer derselbe Kack. Ja, Twitch ist nicht italienisch. Ja, aber trotzdem, bei mir durch Ländersperre.
Kommt doch da mit einem Riesenskelett. Olyogario, Diri. Wie heißt der? Shagayashakaki. Er hat einen dünnen Schiss und dann hat er viel Kaki, was? Wie kommt man auf sowas? Ah, das Teil, was bei mir davor nicht gehalten hat, jetzt halt. Ah, du meinst bei deinem Modellbauteil? Ja. Ja, vielleicht weil der Kleber noch nicht trocken war. Du weißt schon, dass der so 24 Stunden Austrockenzeit eigentlich hätte. Ja, aber man kann ihn nach 5. Komm mal her, Minipacker. Spiel mal mit meiner Skelettarmee fangen. Nicht so wie man kann drauf, nicht mal dran halten. Gucken das. Kommen da endlich. Ups. Wissen. Steht immer noch zur Überprüfung. Hab gestern nachgeschaut bei Twitch. Steht immer noch. Wird überprüft. Zwischenzeit kann ich mir dann neue machen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich da Partner wäre. Da bräuchte ich 75 Zuschauer zur selben Zeit. Ist ein wenig viel des Guten, glaube ich. Ja, mein Raid passt. Ja, genau. Super, ich habe da die Valkyrie hin platziert. War sehr sinnvoll von mir. Naja, egal. So, mit seinem scheiß Heißluftballon. Ja, mit dem scheiß Luftballon, genau. So. Super. Gib, gib. Oh. Muss ich aufpassen, bei der greift sicher meinen linken Turm an. Ja, den krieg ich auch sowieso jetzt mit dem Heißluftballon. Ja, jetzt hat er'n. Ich die Attacke. Ja, ja. Oh. Magic, schon, gib schon nicht der Magic. Ich kann mich nicht dran sind. Ja, meine 3 Stück, glaube ich, hatte ich. Oh, Schweinereiter hin. Könnte es noch. Noch Mauerbrecher. Oh, Skelettarmee. Nee, Banditin. Kommt der mit dem Babydrachen. Jetzt greift er an. Du Arsch, weg mit dir. Pfui. Da einmal Schweinereiter rein. Komm, einmal runter und draufhauen. Ja, er macht noch eine Ehrenrunde. So, happen. Baby! Juhu! Letztendlich habe ich es geschafft, also. Ach, schon mal. Da-da-da-dat. Wie du warst schon weiter, wie ich habe erst 2 Runden gezockt und beide mal gewonnen. Ich habe 5. Ja, super, genau, danke. Jetzt kommt doch bei dem Heini da mit dem Wutzauber. Okay. Ja, trotzdem, ich habe da irgendwie mein ganzes Elixier verschwendet. Ja, so viel Elixier hat er nicht verschwendet. 7 für den Mega-Ritter, 2 für den Wutzauber. Der Heini da geht mir auf den Sack. Ja, mir auch. Er ja, gefühlt dich auch nicht. Ja, hau da schon, hau da. Mach nur mal. Sag ich dir, hau den ab. Hau da. Erster Turm verschüsst sich jetzt.
Abschied 14. Ja. Die nachfolgenden Türme verschieben sich um ein paar Meter. Verteilen sich. Sich einsetzen. Banditin. Bitte, bitte, bitte. Was mit dem? Ja, weil die Banditin bitte, bitte, bitte macht. Und das macht mich da irgendwie. Oh. Verrückt nicht. Trotzdem. Ja, super. Jetzt noch ein Wutzauber. Na, bist du ein schlaues Kerlchen? Jetzt kommt Mann! Jetzt kommt er mit dem Holo-Saft. Ja, statt Hola sage ich halt Holo-Saft. Der sagt jetzt mal, wenn er schießt, Hola. Ich hab... Wird ein Spanier sein. Hola! Hola! Ah. Genau. Roulade. Wäre jetzt gut. So eine Roulade mit einem Cappuccino. Jetzt wäre eine Speckroulade. Du die größte Speck. Hat es da schon? Nee. Das ist Fleisch eingewickelt. Speck mit Senf. Super. Da ist sowas von auf dem Zeiger, der Arsch. Ja, da habe ich keine Chance. Ja, natürlich setz nur deinen Wutzauber jetzt mal ein, du. Arsch mit Ohren. Ja, die Leute danach werden sich mal fragen, wenn sie reinschaut, wieso schreibt denn der Hunger in den Chat rein? Ja, super. Verloren. Ich hab da keine Chance. Ja, jetzt kommt er wieder mit deinem scheiß Wutzauber. Mann, dein Wutzauber kannst du dir da sonst irgendwo das hinstecken. Sind nur die Leute, die... Ach, ne. Doch, doch. Nee. Das Affiliate schon. Ja. Und dann hat nicht... Schau, jetzt war ich drin. Dusche. Alles weg. Ja, wenn du genau zum Moment reingehst, wo du drin warst, dann siehst du es. Ich habe zum Beispiel heute eine Chat-Nachricht von gestern nachgeschaut. Ja, aber das bleibt. So einen Gegner habe ich gern. Braver Fred. Feuerstein. So, erster Turm verschüsst sich jetzt. Pam! So. Ja, jetzt kommt er mit dem X-Bogen. Darf der X-Bogen mal mit meiner Skelettarmee spielen? Skelettarmee, nicht mit. Ja, super. 3 Millionen Charakter oben hin platzieren zur Verteidigung vom X-Bogen, man kennt's. Red, wir werden keine Freunde, wenn du so eine Aktion machst. Ja, super. Tesla, Dingsbums. Mir gehen die Leute, die da nur mit dem Ding. Autismus kickt ja bei dir die Rechtschreibung. Oh, weg mit dir. Scheiße. Der nervt eins rum mit seinem Kack-X-Bogen. Komm, Valkyrie, hau den X-Bogen mal. Gut. Ja, scheiße, jetzt hat er meinen Turm. Du, was? Wenn er mal jetzt mal sagen, was er, gegen was er da verteidigen will. So, noch ein Schweinereiter hat er bestellt. Kommt frisch. Kühlschrank raus, so. Gibt's einen frischen Kühlschrank, wollte ich gerade sagen. Oh.
Da bin ich da jetzt bei dem Scheiß drin. Achso. Hört mich ja nicht, Party. Ich will doch keine Party machen. Dafür bin ich zu alt für Partys. Ich weiß, du auch mittlerweile, deshalb bannst du nachmittags schon. Von wem wirst du den Blödsinn haben? Du gehst mal schön weg da, wo du herkommst. Hui. Oh. Boom. Ja, wieder mal so ein Vogel, der nichts Besseres zu tun hat, als wir die Zauber einzusetzen. Ich habe heute mal gesagt, die Kobalt Gang statt die Kobold Gang. Was? Er ist Magier. Da schreibst du etwas groß, etwas klein. Da meistens lese ich nicht mal, weil ich mir denke. Das ist nicht von uns sympathisch. Nö. Das sieht man sympathisch. Schau ich nie. Ich hab's generell nicht so mit Videos. Wenn, da schaue ich höchstens mal bei Crew oder Kevin rein oder bei Unge. Das auch nicht regelmäßig mittlerweile. Macht doch schon einen behinderten Tintenfisch rein. Kein einzigen Turm. Na gut, der ist auch wieder mal Level 10. Ich glaube, auf Level 9 oder Level 10 war ein bisschen. Na gut, ich bräuchte da mal Geld. Könnte ich auch aufleveln. Ich stecke da bestimmt keinen einzigen Cent im Spiel rein. Mir fehlen noch 1500 XP, damit ich von Level 9 erreiche. Ich weiß nicht mal, wie viel mir da beim Main-Account fehlt. So, ist ja schon 10 Uhr abends. Er muss genau jetzt da einen Mini-Bäcker hin platzieren. Und die Valkyrie, du Blöds. Ja, genau. Kommt da wieder mal mit einem Luftangriff, mit einem Eisluftballon. Schauen, was der jetzt veranstaltet. Komm, sein Bäcker verschüsst sich. So, weil er so nett vorhin mit mir war, mit meiner Skelettarmee, bin ich jetzt nett mit seiner Skelettarmee. Weil Küre regelt. Jetzt kommt er mit der Ding.
keinen Horde. Ich habe ihm noch nicht mal Schaden gemacht. Wenigstens habe ich jetzt ein wenig Schaden gemacht. Mach ihn etwas. So, mein erster Turm hat sich mal verabschiedet. Wer hat einen Schnauzer? Jesus Smiley. Mein seriöser Smiley. Liebt er nicht am Jesus Smiley. Ja, jetzt kommt er noch mit dem X-Bogen auch noch. Ja, wieder weiterhin. Ja, scheiße, er geht nichts mehr. Ah, ha, 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 ha. Naja. Ja, nach die Runde, dann werde ich es auch mal sein lassen. Was geht denn da jetzt ab? Wer hat wem? Die sind zu zweit? Oh oh. Nix gut, nee, überhaupt. Seine Valkyrie kommt da auch nochmal runter. Geht auf den Keks. Boah, ich hab ihm da. Schau, wie viel Schaden ich dem schon reingedrückt hab. Jetzt kann er sich mal aussuchen, wo er verteidigen geht. Nirgends mehr, hat er es aufgegeben. Hat irgendwie stark eine Aufgabe auf, oder? Aus, auf, ja, egal. Ja, genau, er wird sich gedacht haben, scheiß die Wand an, ich geh mal brennen, ist besser. Dann mache ich aber noch eine. Das war ein Billeballe-Spiel. Der Patrick ist auch am Werk, ja, am Start. Okay, wenn die Bombe dann da ist, dann. Bom. Bombe und es macht Bombe. Ja. Boom, 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 boom. Er kommt mit dem Bombe. Nicht mein Lieblingscharakter. Er kommt schon wieder mal mit einem Mega-Skelett da, Riesenskelett. Erzählen wir mal den
Babydrachen dahin. Okay. Er hat mir ziemlich viel Schaden gerade reingedrückt, der Arsch. Komm. Ja. Schauen, was er jetzt macht. Allzu viel möchte ich da nicht hin platzieren. Weil er ja Ding verliert, die Bombe. GG. So. Haha, so, GG. Ein Ding führen. Ding. Ding. Ding, 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 ding. Wie viel fehlt denn da noch, bis wir die Belohnung kriegen? Ich auf. Nein, wie 100? Spinnst 30. du? 28. Ein Win soll ich noch machen. Schön, dann verlieren. Okay, so Leute, ich wünsche euch dann mal einen schönen Abend, eine erholsame Nacht. Wir sehen uns morgen natürlich wieder. Bleibt brav, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.